gehen. Aber was vielleicht wichtiger ist, zusammen mit Stefan Odafer bin ich auch einer der Gründer der 42 AG. Und Ziel war es für uns damals, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich das Beste des Internets und der modernen Kommunikationstechnologien einfach und intuitiv und bequem nutzbar machen für alle Menschen. Mit dem Ziel sind wir gestartet. Wir haben die letzten 3 Jahre lang entwickelt. Wir haben intensiv mit Nutzern getestet. Und damals, vor 3 Jahren, war das Thema Tablet mehr oder minder tot. Insofern freut es uns, dass das ganze Thema im Internet so fantastisch angenommen worden ist. Und noch mehr freut uns heute gemeinsam mit der Neophonie, dass die WePad GmbH zu verkünden, in der wir jetzt gemeinsam das ganze Thema für den deutschen Markt aufbauen.